So, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider The Angel of Darkness. Immer noch beim Endkampf, aber jetzt trotzdem gegen einen neuen Gegner. Aber der wird genauso wie Eckhart scheitern. Erstmal holen wir uns hier seinen Handschuh, denn den werden wir noch brauchen. Und du triffst mich bitte nicht, danke. Oh, ich habe einen Tagebucheintrag. Was gibt's denn so? Ich töte den Schläfer mit dem Handschuh. Alles klar, dann tun wir das. War hier nicht irgendwie ein Schalter oder so? So, hier ist ein Schalter. Ja, sicher. Schieß auf mich, während ich nichts machen kann. Völlig klar. So. Wo lang jetzt? War hier nicht eine Leiter oder so? Hier jedenfalls nicht. Autsch. Ah, hier. Alles klar. Wir müssen jetzt bis ganz nach oben klettern. Ja, ist klar, Junge. Ist ganz klar. Ja. Alter. Was hat der denn für ein Problem, ey? Hallo. Geht's denn hier weiter? Ich glaube, ich habe die Leiter verpasst. Oder ein Schalter oder so. Ich weiß noch nicht mehr genau, was ich machen muss. Weil der Kerl mich auch die ganze Zeit mit seinen scheiß Energieblitzen nervt. Ja, du nervst. Du nervst wirklich. Ja, hier ist die Leiter, seht ihr. Ich glaube, ich tanke mal eben Energie nach. Das könnte nicht schaden. So, weh, du schießt jetzt auf mich. Du bist immer noch nicht ganz oben. Aber bald. Nein, 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 bitte triff nicht, danke schön. Ja. Wo geht's lang? Hier geht's lang, alles klar. Und er schießt durch Wände, das finde ich nicht nett. Ich dachte schon, hier wäre jetzt irgendwie zu und ich müsste erst noch öffnen. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen. So. Jetzt bist du aber echt so gut wie erledigt. Nein, lass mich. So. Mach's gut. Das war's. Das war Tomb Raider, The Angel of Darkness. Und das sind jetzt hier die Credits.
Ja, ein sehr tolles Spiel. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude daran. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist mit Curtis passiert? Ne? Lara hat ja nur noch einen Blutfleck von ihm gefunden und seine komische, magische Flugwaffe da. Und die hat dann auf das dunkle, schwarze Loch gezeigt, wo Boas damals rauskam, die verwandelte Boas. Aber von Curtis Leiche fehlt jede Spur. Genauso wie von den zwei Leichen von Boas. Alles sehr seltsam und mysteriös. Und Karel? Was war der eigentlich? Anscheinend ein Gestaltenwandler. Alles in allem haben wir leider nur sehr wenig über die verschiedenen Charaktere herausgefunden, wie ich finde. Aber naja, was will man machen? Ich hoffe, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist hier. Kommt nämlich gerade extrem laut rüber. Naja, wie gesagt, ein tolles Spiel mit vielen tollen Bewegungen und Fähigkeiten, die Lara hat. Waffenloser Kampf, tieferes Kriechen, Schleichen. Also viele tolle neue Sachen, auch tolle, interessante neue Orte. Mal keine Gräber und Pyramiden, sondern nur Paris und Prag. Ja, aber ziemlich spannend und toll alles gemacht. Und Lara hat endlich mal einen Mann kennengelernt. Auch wenn aus den beiden nichts geworden ist, aber war ganz interessant, so einen anderen Charakter auch mal spielen zu können. Viele bekannte, tolle Stimmen waren auch dabei. Und es ist ein toller Soundtrack hier zu dem Spiel. Und es macht wirklich immer wieder Spaß, es zu spielen. Und es war toll, das zu Let's Playen. Der Mord an Werner von Croy ist gerecht. Und wie ich schon mal erwähnt habe, ich sag's jetzt eben nochmal, Tomb Raider 4, The Last Revelation, wird mein nächstes LP. Und dort wird dann mal die Beziehung zu Lara, also zwischen Lara und Werner, genauer erklärt. Und das wird auch sehr interessant und spannend werden. So viel kann ich schon mal verraten. Ich werde noch ein paar Bonus-Parts hier ranpacken an das LP, um euch dann mal zu zeigen, was noch passiert wäre, wenn wir damals mal andere Entscheidungen getroffen hätten. Zum Beispiel, wenn uns Mademoiselle Cavier nicht von alleine das Buch gegeben hätte, wäre das Notizbuch. Dass wir mal ganz unfreundlich zu ihr sind. Und auch, was wir Falsches sagen können, dass uns Bouchard erschießt. Und ja, ihr werdet es ja sehen, was ich noch daran packe. Wenn ihr wollt, guckt es euch an. Ich werde es als optional natürlich bezeichnen, weil es ja nicht mehr direkt hierzu gehört, aber ich hoffe mal, ihr werdet euch das auch noch anschauen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben das hier hinter uns und ja, wir werden uns bald wieder hören. Bis dann, Leute, macht's gut.